Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Food-Adventskalender wieder mit dabei seid. Wir haben Halbzeit, heute öffnen wir Türchen Nummer 12 und hinter Nummer 12 verstecken sich ganz leckere Marzipan-Nussstangen. Viel Spaß! Die gehen ganz einfach, dafür braucht ihr 600 Gramm Marzipan-Rohmasse, 2 Eiweiß, einen Esslöffel Puderzucker, 50 Gramm gehackte Haselnüsse, 6 Esslöffel Milch und 2 Packungen Blätterteig, und zwar frischen Blätterteig. Los geht's. Als allererstes müssen wir den Marzipan zerkleinern. Ich habe ihn jetzt in meinen Zerkleinerer gegeben. Wenn ihr so einen Thermomix oder sowas in der Art habt, könnt ihr den benutzen. Es geht aber auch mit dem Handrührer. Ich muss das auf 2 Portionen machen, also habe ich einen Teil vom Marzipan da hineingegeben, die Hälfte der Milch und ein Eiweiß dazugegeben und dann das Ganze püriert. Das Ganze dann in eine Schüssel geben und dann mit dem Rest wiederholen. So sah dann die komplette Masse aus. Die war wieder richtig schön cremig und auch sehr weich. So soll es sein. In die Marzipanmasse kommen jetzt die gehackten Haselnüsse. Ihr könnt aber auch Mandeln nehmen, wenn ihr keine Haselnüsse wollt. Oder ihr könnt die Nüsse auch komplett weglassen, falls ihr eine Allergie habt oder Nüsse einfach nicht wollt. Dann noch einen Teelöffel Puderzucker dazu. Wem das zu süß ist, kannst du weglassen. Gar kein Thema. Und dann das Ganze richtig gut vermengen. Und so sah es dann aus. Also es war eine richtig schöne Masse, die wo man super gut verstreichen konnte. Dann müsst ihr den Blätterteig auf ein Backblech legen mit Backpapier. Da ist immer ein Backpapier dabei, aber ich tue das weg. Ich bin nicht so begeistert davon. Ich nehme immer ein anderes Backpapier da. Ist einfach besser, finde ich. Da kommt jetzt die Marzipanmasse drauf und die wird dann schön gleichmäßig verstrichen. Ihr müsst auch am Rand nichts übrig lassen, denn diese Masse läuft nicht raus. Ist ein bisschen schwierig, muss ich gestehen, denn der Blätterteig, der ist immer mitgerutscht. Also müsst ihr wegen aufpassen. Den zweiten Blätterteig legt ihr dann oben drauf. Schön gleichmäßig, da war jetzt zwar eine Falte drin, aber die lässt sich ohne weiteres wieder raus. Ja, wie sagt man, na, gestrichen habe ich es nicht, sondern ich habe es hochgehoben und dann platt gestrichen. Also es klappt einwandfrei. Jetzt habe ich hier die Eigelbe vom Eiweiß. Da gebe ich noch so einen Esslöffel Milch dazu, verquirl das Ganze und pinsel dann den Blätterteig komplett damit ein. Da dürft ihr ruhig die ganze Masse draufstreichen. Dann kommen da noch so gute 50 Gramm gehackte Haselnüsse oder Mandeln drauf. Und dann müsst ihr das einfach nur noch zurechtschneiden. Geht ganz einfach. Und zwar einmal durch die Mitte, quer, senkrecht und dann einfach in einigermaßen gleich große Stücke schneiden. Also ihr könnt abmessen oder so wie ich freischneiden. Also diesmal habe ich es eigentlich ganz gut hinbracht. Der darf jetzt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze so 20, 25 Minuten backen. Sie sollen halt goldbraun werden, so wie hier. So sehen sie dann aus. Das Tolle ist, durch das Vorschneiden kann man sie dann wunderbar trennen. Also die lassen sich ganz leicht auseinandernehmen, so wie hier jetzt. Komplett auskühlen lassen und dann könnt ihr sie noch verzieren, wie ihr wollt. Ich habe jetzt beide Enden noch mit Schokolade bedeckt und dann noch Puderzucker darüber gegeben. Und dann waren so leckere und so mega einfache Marzipan-Nussstangen fertig. Ja, das war jetzt mein Türchen Nummer 12. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit und bis morgen. Tschüss.